Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Pokémon Heart Gold, wo wir in der letzten Folge ein bisschen zu lange für meinen Geschmack auf der Fahrradroute verweilt sind. Macht aber nichts, denn jetzt hängen wir wie üblich vor dem Arena-Kampf noch unsere kleine Städtetour an. Auch hier in Fuxania City ist leider wie gewohnt nicht wirklich viel los, aber ich habe bewusst noch ein paar Vogelfänger für uns hier übergelassen. Und habe schon mal unser Team ausgewechselt, ihr habt gerade gesehen. Natürlich ist Storm zurück und ganz, ganz wichtig, auch unser Togetic wird sich hier hoffentlich ein bisschen Training gönnen können in der nächsten Arena. Der Gift-Pokémon Noctu, wow, gute gute Verteidigung hier. Zen-Kopfstoß, aua. Noctu haben wir übrigens auch noch nicht, wir haben ja seit Ewigkeiten schon Hut, das ich aber niemals trainiert habe. Schande über mich, aber wer braucht schon Hut, wenn man ein Ho-Oh hat, ne? Hut! Und auch diesen Uhu hier haben wir ganz schnell aus dem Weg geschafft. Vogelfänger, oh, Egon, uff! Ja, also wie gesagt, 29,5 Minuten, hups, da ist die Folge tatsächlich ein bisschen länger geworden. Ich habe übrigens nochmal nach diesen versteckten Items gesucht auf Route 17. Ich kann sie nicht finden, weder das Top-Elixier noch das Top-Ether. Habe auch ausnahmsweise mal den Item-Radar eingesetzt, hat auch nichts gebracht. Ich weiß nicht, wo die sein sollen. Er hat überhaupt die angeschlagen. Kein Plan. Weiß ich auch nicht, was die ganze Geschichte eigentlich soll, aber macht ja nichts. Übrigens, ansonsten gibt es oben in dem kleinen Graspatch auf Route 17 wilde Schneckmack zu fangen. Können wir gerne zwischendurch mal probieren hier innerhalb dieser Folge. War ich gerade leider nicht so erfolgreich, weil selbst ein Surfer von meinem mittlerweile Level 32 Dragonier diese schon one-hitten kann. Ich dachte, komm, magischer Pixel, zack, Hyperball, fertig, Ende der Geschichte. Nein, leider nicht. Als nächstes kommt ein Dodri, da wollen wir wechseln. Und zwar auf Omelette. Warum? Einfach, weil ich es kann und weil er das Training dringend nötig hat. Und wie man sieht, steht er auch kurz vor Level 38, hängt hier ja ein bisschen hinterher und kann außerdem Antikkraft, Agilität, meinetwegen. Mach du mal Agilität. Bams. Ich weiß, mit unserem niedrigen Angriffswert nicht so wirklich die beste Idee, aber wow, wir kriegen den Volltreffer. Das reicht dann andersrum auch. Und jetzt noch ein Sondersensor hinterher. Nett, dass Dodri nicht mal so frech ist und angreift. Initiative steigt zwar stark, bringt ihm aber auch nichts. Er wäre eh schneller gewesen. Der alte Laufvogel und unser Togetic zeigt hier mal ganz kurz, warum wir ihn viel zu lange dort gelassen haben, wo er gerade war, nämlich im PC. Level 38 erreicht. Immer noch keine 100 KP geknackt. Das ist auch ein bisschen bitter. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was gibt es denn hier so Wildes? Vielleicht auch ein Dodri. Irgendwo müssen die Vogelfänger, die ja gefangen haben. Nein, altbekannt gibt es hier ein wildes Ibitak. Tja, wie verfahren wir denn mit dir? Weil einen Ladungsstoß tankst du nie im Leben. Oh, eine kleine Kopfnuss hier. Ja, und nicht mal ein Habitak, aber wir können ja mal versuchen, einen Ibitak zu fangen. Spiegeltrick, clever. Paralysiert sich selbst, dann kann ich mir diesen Zug auch noch sparen mit der Donnerwelle. Und wir, ups, Quatsch, wir werfen den ersten Ball, Hyperball. Und so einfach fängt man sich ein Ibitak. Ich bin begeistert. Für Ibitak wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Es fliegt steil empor und stürzt sich anschließend herab, um seine Beute zu erlegen. Ja, nein, erstmal nicht. Britney Spears, oder besser gesagt, Pharaoh to the Knee. Oh nein, wir glitschen dann ganz schnell hier ins Haus. Und jetzt versuchen wir uns noch eben kurz ein Schneckmark zu fangen. Könnt ihr hier spaßhalber sonst nochmal nach der nach den versteckten Items suchen. Nein, okay. Dann holen wir uns hier mal einen Schneckmark ab. Vielleicht gibt es ja auch noch was anderes, aber ich habe bis jetzt nur Schneckmark gesehen. Und zwar auch alle in Level 27, deswegen auf geht's, Storm. Die Defense dürfte eigentlich nicht so schlecht sein. Wir probieren es mal mit der Kopfnuss. Ja, okay.
dann müssen wir es vielleicht mit der Ampelleuchte probieren, weil gegen Käferattacken hat er auf jeden Fall eine Resistenz, da bin ich mir relativ sicher. So, und da seht ihr es, also das ist das fünfte in Folge, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es hier keine anderen Pokémon gibt. Ampelleuchte, bitte tankt das irgendwie. Das muss ich hier gleich noch wechseln und ein anderes Pokémon nehmen. Ja, Volltreffer. Ampharos, jetzt benimm dich da, Oma. Ich weiß ja, dass du Level 46 erreichen willst, aber da kommst du noch früh genug hin. Also ehrlich. Kann ja nicht wahr sein. Abgesehen davon gibt es eine Aprikoko Rot, die ich jetzt nicht vorhabe mir zu besorgen. Ich kann es euch gleich zeigen. Da braucht ihr Zerschneider für, um dorthin zu kommen. In Fuxania City. Und ein Nugget im Nordosten der Stadt. Das wollen wir natürlich noch suchen, ob wir das irgendwo finden. Jawohl, da ist er. Magischer Pixel, sehr schön. Toll, es kann Genesung. 1A. Halt das ganz? Nee, eben nicht. Ah, ich hab's befürchtet. Was war das? Hier ist erstmal eine Donnerwelle. Vielleicht macht's ja nochmal Genesung. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Jawohl, sehr schön. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt nicht erfolgreicher sind als mit der ersten Ampelleuchte. Sehr gut. Und jetzt macht keine Genesung. Jawohl, Antikraft. So will ich das sehen. Hau ruhig richtig drauf. War eh schon Volltreffer. Bälle, Hyperball und nächster Pokédex-Eintrag. Läuft bei uns. Einfach läuft bei uns. Jawohl. Klasse, Schneckmark wurde gefangen. So, es schläft nie. Es muss in Bewegung bleiben, da sein Magmakörper sonst abkühlen und erhärten würde. Das ist auch ein ziemlich miserables Leben, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Wurde in Box 4. Oh, da bin ich in der falschen Box. Da muss ich gleich ein bisschen aufräumen. Macht nichts. So, wir haben Schneckmark gefangen. Ziel erreicht. Allerdings sind wir hier gerade so viel unterwegs und traurigerweise ist die Tour in der Pokémon-Pension ganz alleine. Das heißt, wir tun hier gerade mit diesem ganzen Herumfahren nicht mal unbedingt irgendwas für Pokémon, die wir trainieren wollen. Die Tour ist mittlerweile Level 37 oder so mindestens. So, egal, da ist die Aprikoko Rot. Ne? Eine Stadt im Wandel, genau. Schöne Torfwege hier, so wie es aussieht. Da ist der Supermarkt, wir erinnern uns, und irgendwie gibt es, wie ihr schon seht, keine Safari-Zone mehr. Logisch, die hat Barboa ja jetzt woanders aufgemacht und deswegen gibt es hier überall fette Blumenbeete und hier, da will ich gar nicht rein, weil da können wir eh nichts mit anfangen, kann ich euch nur ganz kurz so zeigen. Achso, die Safari-Zone hat ihre hiesige Stelle aufgegeben, an ihrer Stelle entsteht hier nun ein Park der Freunde, genau, und hier in diesem Park der Freunde könnt ihr Pokémon aus Game Boy Advance Edition auf unsere Heart Gold oder Soul Silver Edition übertragen. Gut, haben wir jetzt nicht vor, aber sei trotzdem kurz angemerkt. Und ansonsten, was haben wir hier noch so? Hier haben wir noch ein Haus des Wärters. Ach genau, von dem hat man damals Stärke bekommen, wer sich erinnert. Nachdem mein Opa die Safari-Zone aufgegeben hatte, nutzte mein Papa die Gelegenheit, um auf dem Gelände den Park der Freunde zu eröffnen. Pokémon einzufangen und wieder laufen zu lassen, muss meiner Familie wohl im Blut liegen. Ja gut, also ich habe die damals alle behalten, aber egal. Dann gucken wir mal, vielleicht gibt es ja hier irgendwas Nettes an Pokémon. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, aber wir können es einfach mal ausprobieren. Bei unserer kleinen Städtereise, jawohl, tatsächlich, da kommt auch direkt was. Und zwar, okay, ich hätte es eigentlich kommen sehen müssen. Ein Carpador, machen wir dich überhaupt platt, ja komm hier. So viel Zeit muss sein. Bums. Und natürlich habt ihr euch wahrscheinlich auch schon irgendwann mal gefragt, oder vielleicht wenn ihr dieses Spiel selbst gespielt habt. Nein! Ungünstig. Bin gleich wieder da, Leute. So, da sind wir wieder. Sorry für den kleinen Cut. Wahrscheinlich habt auch ihr euch irgendwann schon mal gefragt, ja Moment mal, wir haben doch gegen Koga gekämpft. Bei der Top 4, richtig. Wer ist denn dann jetzt hier Arena-Leiter? Naja, das steht hier. Leiterin ist Janina und das ist die giftige Ninja-Meisterin und die Tochter von Top 4-Mitglied Koga. Und die hat sich ein ganz besonderes Rätsel ausgedacht für uns, aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Zum Ende unserer Städtetour gehen wir jetzt nochmal in dieses Haus hier.
Großvater ist gerade zu Besuch bei Bill in seinem Haus am Kap von Azuria City. Ja, Bill wollen wir natürlich auch besuchen, weil von dem bekommen wir, wenn ich das richtig verstanden habe, hier in diesem Spiel auch irgendwas Wichtiges. Ich glaube sogar, vielleicht sogar ein Evoli, ich weiß es nicht, kann durchaus sein. Der ist aber aktuell in Dukatia City, soweit ich weiß, und nicht in Azuria City. Da sollte er nämlich seine Bekannten besuchen. Ihr erinnert euch, da waren wir ja damals noch bei unserer Städtetour. Sind wir mal reingeschneit, also nicht bei seinen Bekannten, bei seinen Eltern sind es glaube ich sogar, ne? Soweit ich mich da entsinne. So, kleiner Nachtrag, die Folge ist schon wieder viel zu kurz. Ich habe natürlich ganz vergessen, dass ich versprochen hatte, im Nordosten der Stadt hier nach einem Nugget zu suchen. Und das wollen wir uns jetzt hier auch mal besorgen. Weiß der Henker, wo das ist? Im Nordosten der Stadt. Ja, wo ist denn im Nordosten der Stadt? Hier ist eigentlich im Nordosten, deswegen suchen wir jetzt hier mal verzweifelt nach diesem Nugget. Was? Bären für Stücke. Hallo, komm ruhig näher, bei mir kannst du Stücke gegen Bären tauschen. Wenn du irgendwelche Stücke dabei haben solltest, kannst du sie bei mir gegen 3 Bären pro Exemplar eintauschen. Das ist fast geschenkt, sag ich dir. Also, der nette Kerl hier sammelt Scherben und gibt euch dafür immer 3 Bären, aber wo zum Henker ist denn hier bitte ein Nugget? Nordosten. Ich weiß gerade noch, wo Nordosten ist. Ne? Niemals ohne Seife waschen. Gucken wir mal hier in diesen komischen Club der Freunde. Hallo. Oh, redest du mit mir? Nein, ich habe selbst eigentlich nur wenig mit Pokémon am Hut. Aber die Fangshow sehe ich mir immer mit großer Begeisterung an. Besonders angetan haben es mir die Pokémon aus Johto und Hoenn. Pokémon aus Regionen, die ich selbst nicht kenne, haben für mich eine äußerst exotische Ausstrahlung. Das ist natürlich durchaus richtig. Willkommen im Park der Freunde. Hier können Elite-Trainer denen die Safari noch nicht genug war, ihre raffinierten Fangtechniken vorstellen. Warte mal. Heißt du zufällig Nerd? Mein Vater hat mir von dir erzählt, du sollst sehr talentiert sein. Es wäre uns wirklich eine große Ehre, wenn du an der Fangshow teilnehmen würdest. Ja klar. Wirklich? Du nimmst also auch teil? Dann erkläre ich dir gleich schon mal die Regeln des Parks. Welches Thema interessiert dich? Die Grundregeln. Im Park wirst du darauf getestet, wie schnell du es schaffst, mit einer beschränkten Anzahl an Bällen 6 Pokémon einzufangen. Die teilnehmenden Trainer müssen die 6 Pokémon, die sie fangen wollen, alle selbst bereitstellen. Bis du keine 6 Pokémon bereitgestellt hast, kannst du leider auch nicht an der Fangshow teilnehmen. Möchtest du noch etwas wissen? Nein, habe ich verstanden. Ja, dann wollen wir nochmal teilnehmen hier. Hä? Ach so, was? Ich muss erst 6 Pokémon deponieren. Ich habe doch, hä? Doch, ich habe doch 6. Ach so, wir müssen also alle 6. Ah ja, klar. So, okay. Machen wir, ist kein Ding. Dann deponieren wir mal unser ganzes Team hier, ablegen. So. Ja, siehst du, aber mein letztes Pokémon kann ich doch gar nicht deponieren. Was soll ich denn dann machen? Hä? Du musst erst 6 Pokémon deponieren? Hä? Wie? Ich hab doch 6 Pokémon. Mich verarschen? Was muss ich jetzt hier machen? Cthulhu, mit 2000 Punkten kannst du das übertreffen? Ja, würde ich ja gerne, aber okay. Scheinbar kann ich doch nicht teilnehmen. Und das angesprochene Nugget finden wir auch nicht. Dann nehmen wir die Pokémon eben wieder mit. Hier ist unser Ibitak und unser neues Schneckmack. Eben habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber egal. Wir nehmen alles wieder mit hier. Sorry, Leute. Und dann nach diesem etwas merkwürdigen Cut. Ich habe einfach kein vernünftiges Zeitgefühl mehr. Gebe ich auch wieder zurück zum Schlusswort, das ich eigentlich schon gemacht hatte, bis mir aufgefallen ist, dass die Folge nur 12,5 Minuten geht. Deswegen sorry dafür. Das ist alles ein bisschen, ja, es ist ja nicht mal unorganisiert, aber es ist einfach auch schwierig, die Folgen hier vernünftig zu machen mit einer so unkalkulierbaren Länge. Ich erwarte ja irgendwie immer ein bisschen mehr von den Städten, als es dann am Ende ist. Deswegen, naja, wie gesagt, zurück zum Schlusswort. Danke fürs Zuschauen.
Wir sind durch mit unserer kleinen Städtetour von Fuxania City. Hätte man vielleicht auch alles in 2 Folgen quetschen können, wenn ich die Fahrradroute unterteilt hätte. Dann wäre die Folge nicht so episch lang geworden. Aber da werden wir schon irgendwie mit klarkommen. Und deswegen Daumen nach oben. Infokarte oben rechts für nächste und letzte Episode. Und naja, so viele Daumen nach oben wie üblich wie möglich. Das sehe ich immer am allerliebsten. Kommentare und Anmerkungen zum Let's Play lieben gerne unten in die Kommentarsektion. Und für weitere Playlists oder Infos zu dieser Folge könnt ihr auch immer in die Videobeschreibung gucken. Dort findet ihr nämlich unter anderem natürlich auch die Playlist zu unserem Pokémon Gelb Let's Play. Muss ich ja immer wieder mal erwähnen, wie angekündigt. Unsere erste Kanto-Reise in der heißgeliebten Gen 1 mit unserem Pikachu. Na komm, jetzt geh mir nicht ständig auf den Keks hier. Und damit danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play Pokémon Heart Gold. Euer Jens von Nerdy Talk. Ciao.